Hallihallo Leute, willkommen zu Insider Erklärt. Heute mal wieder mit dem PSCT, dem Problem Solving Card Text. Heute befassen wir uns mit einem Thema, das von euch in den Kommentaren relativ häufig gewünscht wurde, und zwar mit dem hier, dem Timing. Wann verpasst eine Karte ihr Timing? Wann bin ich also zu spät dran, um eine Karte zu aktivieren oder einen Effekt zu aktivieren? Und wann kann mir das nicht passieren? Wann kann ich die Karte immer nutzen? Darum soll es heute gehen. Wie ihr das erkennt im Kartentext, ist eigentlich relativ simpel. Ihr müsst auf zwei Worte achten. Einmal wenn und einmal falls. Zu Englisch when und if. Schauen wir uns das mal in einem Beispiel an. Wir nehmen den Lichtpulsardrachen. Der hat ein solches wenn im Kartentext und ist ziemlich berühmt dafür, dass er eben ja, sein Timing verpassen kann. Warum? Gleich mehr dazu. Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören, indem du ein Licht und ein finsteres Monster von deinem Friedhof verbannst. Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof beschwören, indem du ein Licht und ein finsteres Monster von deiner Hand auf den Friedhof legst. Wenn diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, du kannst ein finsteres Monster vom Typ Drache der Stufe 5 oder höher in deinen Friedhof wählen. Beschwöre das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung. Für uns interessant dieser Absatz hier. Wenn diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, wenn A passiert, passiert B. Haben wir quasi so ein bisschen hier drin. Triggereffekte, die Formulierung nutzen mit wenn, könnt ihr nur dann aktivieren, wenn die Bedingungen, die sie stellen, also in dem Fall jetzt zerstört und auf den Friedhof gelegt oder auf den Friedhof gelegt wird, dann könnt ihr den Effekt nur dann nutzen, wenn diese Bedingung das Letzte ist, was passiert ist. Was ist gemeint damit? Schauen wir uns eine zweite Karte an, die das ein bisschen verdeutlicht, und zwar die hier. Soul Taker, Seelennehmer. Wähle ein offenes Monster, das dein Gegner kontrolliert, zerstöre das gewählte Ziel, dann erhält dein Gegner 1000 Life Points. Wir haben hier also zwei Effekte quasi in einem drin. Wir haben zerstören und wir haben Lebenspunkte erhöhen. Jetzt am Ende dieser Kette quasi, dieser Kette von Ereignissen, nicht zu verwechseln mit der Kette, die man mit Karten bildet, am Ende dieser Ereigniskette steht unser Freund der Drache und fragt sich, wurde ich eigentlich gerade zerstört? Das Problem ist an der ganzen Sache aber, das Letzte, was passiert ist, ist nicht, dass er zerstört wurde. An das kann er sich schon gar nicht mehr erinnern. Nein, die Lebenspunkte von euch wurden erhöht. Das ist das Letzte, was passiert ist. Der Drache sieht also nur, aha, da wurden Lebenspunkte erhöht, interessiert mich nicht, ich muss zerstört werden. Gute Nacht. Ihr könnt nicht in diese Kette reingrätschen quasi. Es ist ein Kettenglied, aber auch dieses Kettenglied hat mehrere Bestandteile. In dem Fall jetzt halt eben zerstören und Lebenspunkte erhöhen. Das heißt, das Letzte, was passiert, das zählt. In diesem Fall jetzt halt eben das Erhöhen der Lebenspunkte. Das gilt immer dann, wenn im Kartentext wenn steht. Wenn diese Karte zerstört und auf den Friedhof gelegt wird. Wenn dein Gegner ein Monster als Spezialbeschwörung beschwört. Wenn dein Gegner eine Karte zieht. Wenn dein Gegner Lebenspunkte verliert. Und so weiter. Wenn da steht, müsste die Bedingung, auf die ihr quasi reagieren müsst, eben auf das Ziehen, auf das Verlieren von Lebenspunkten, auf das Zerstören, das muss das allerletzte sein, was passiert ist. Bei einer Karte wie Seelennehmer, die gleich zwei Effekte in eine Karte bündelt und die auch im gleichen Schritt ausführt, reicht's schon, wenn ja eben der Zerstörungseffekt nicht ganz am Ende des Kartentexts steht. Also hier steht jetzt, zerstöre, dann erhöhe Life Points. Wird es umgekehrt heißen, erhöhe Life Points, dann zerstöre, dann wird der Drache wieder funktionieren. Sofern die Karte alleine aktiviert wird. Gehen wir jetzt mal von der Situation aus, ihr habt eine Kette. Kettenglied 1 ist Seelennehmer, Kettenglied 2 ist reißender Tribut, weil gerade was beschworen wurde. Und ihr möchtet nun auf den reißenden Tribut quasi mit eurem Drachen reagieren. Jetzt sind wir mitten in der Kette. Reißender Tribut würde jetzt euren Drachen zwar zerstören und ist auch das Einzige, was bei dem Karteneffekt passiert, aber ihr seid mitten in einer Kette. Ihr könnt momentan gar nicht anketten. Ihr könnt nicht die Kette erweitern. Ihr müsst warten, bis sie durch ist. Dann kommt der Seelennehmer wieder, zerstört und erhöht die Life Points. Drache sieht wieder, letztes, was passiert ist, das ist das Erhöhen der Life Points. Ergo, ich kann mich nicht anketten. Drache verliert. Großes Problem im Chaos Dragon Deck. Kommen wir zum zweiten Fall. Falls, die wesentlich bessere Variante der ja, Timing-bestimmenden Triggerworte, sage ich jetzt mal. Denn falls ist viel, viel ja, unkomplizierter. Schauen wir uns mal ein Beispiel an.
Einmal pro Spielzug kannst du ein Lichtmaschinenmonster wählen, das du kontrollierst. Du rüstest das gewählte Ziel mit dieser Karte aus. Oder diese Karte ausklinken und als Spezialbeschwörung beschwören. Ein Monster, das mit dieser Karte ausgerüstet ist, bleibt von Monstereffekten als Gegner unberührt. Zusätzlich, falls das ausgerüstete Monster durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört würde, zerstöre ich stattdessen diese Karte. Jetzt wird's interessant. Falls diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, du kannst deiner Hand ein anderes Union-Monster von deinem Friedhof hinzufügen. Für uns wieder interessant, der letzte Teil vom Effekt, beziehungsweise der letzte Effekt von A. Assault Core. Falls diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird. Falls. So, und jetzt wird's interessant. Denn jetzt haben wir zwar immer noch die gleiche Situation mit unserem Seelennehmer. Er zerstört erst, fügt dann Life Points hinzu. Das interessiert Assault Core aber nicht. Denn der fragt sich nur, ja, hey, Moment mal, wurde ich eigentlich während der letzten Kette auf den Friedhof gelegt? Ach so, ja, wurde ich. Ja gut, dann aktiviere ich mich mal. Es ist ihm völlig egal, ob danach oder davor oder zwischendurch noch irgendwas anderes passiert ist. Wenn If da steht, sobald die Kette abgearbeitet ist, ihr also ein offenes Effekt-Timing habt, ein offenes Activation-Window habt, könnt ihr den Effekt jederzeit anketten. Das ist der große Unterschied zwischen If und When, Wenn und Falls. Eigentlich ganz simpel, wenn man es mal gehört hat. Ich habe es bewusst relativ kurz gehalten. Ich wollte euch da nicht zu viel Informationen zuclustern. Ich denke aber, dass es doch relativ wichtig ist, das zu kennen. Und ja, hoffe, dass euch das hier ein bisschen weiterhilft. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt mir die in die Kommentare. Ich freue mich schon drauf, da durchzustöbern und eure Fragen zu beantworten, sofern ich das dann kann. Und ja, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, das wäre super klasse. Dann geht's nächste Woche weiter. Am Montag haben wir das Review und Opening zum neuen Structure Deck. Dürfte spannend werden. Und ja, bis dahin wünsche ich euch ganz ein schönes Wochenende. Herzlichen Dank auch an meine Patreon-Supporter. Super klasse, Leute. Wirklich toll. Wenn ihr auch mal auf Patreon vorbeischauen wollt, macht das in der Videobeschreibung. Würde mich sehr freuen. Und schaut doch auch auf dem Zweitkanal vorbei, wenn ihr ein paar coole Let's Plays sehen wollt. Ich spiele da gerade mit Horus zusammen eine Pokémon Soul Link. Ich spiele alleine mit mir eine Pokémon Nuzlocke mit dem Randomizer. Und wir spielen Sonic Adventure. Ein richtig tolles Spiel. Schaut mal rein, wenn ihr Lust habt. Das war's jetzt aber wirklich von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende und ciao, Leute.